Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Aus diesen vier Zutaten machen wir uns heute richtig leckere kleine Blätterteigtaschen. Und ich kann euch versprechen, die schmecken super lecker. Das sind die Sachen, die wir dafür brauchen. Marzipanromasse, Haselnuss-Nougat, Nutella und frischen Blätterteig. Als erstes packen wir uns also den Blätterteig einmal aus. Rollen den natürlich auch aus. Und schneiden uns das Ganze der Länge nach in zwei Hälften. Und dann schaue ich einfach, wie ich die Größe der Taschen haben möchte. Beziehungsweise die Breite dann nachher der Taschen. Es werden also insgesamt sechs Taschen. Die Nutella habe ich mir in den Ofen gestellt. Den habe ich ja jetzt schon vorgeheizt, damit das Nutella einfach ein bisschen cremiger wird und dadurch natürlich sich viel besser verstreichen lässt. Das gebe ich nun als erstes auf all unsere Törtchen. Das geht am besten mit einem kleinen Löffel, dann könnt ihr es nämlich auch gleich schön verstreichen. Und dadurch, dass ihr das Nutella warm gemacht habt, riecht das auch extrem lecker, schon richtig schön nach Haselnüssen. Dann nehme ich mir jetzt erstes die Marzipanmasse. Und da schneide ich mir mit dem Messer jetzt einfach so, ja, ich würde sagen, so 3 mm breite Streifen ab. Also es sollte nicht zu dick sein. Und lege mir überall einen kleinen Streifen drauf. Und dann kommen wir schon zum Nougat. Und auch da schneide ich mir jeweils einen Streifen bzw. zwei Streifen pro kleines Körtchen ab und lege das ebenfalls einmal noch on top. Die Streifen sind relativ dünn, so 1-2 mm dick. Und ihr seht jetzt bei mir, ich habe nicht so gutes Mittelmaß getroffen, kann man vielleicht erkennen. Die oberen sind ja, ein bisschen kürzer, was die unteren angeht. Seht ihr das, was ich meine? Das macht aber nichts. Ich werde jetzt erstmal überall drauflegen. Das Ganze ja noch ein kleines bisschen stretchen. Also ich ziehe sie ein kleines bisschen länger. Dann nehme ich mir einfach das erste und gehe da ringsrum mit der Gabel und mache mir eben dieses Muster rein. Das hilft erstens, dass das Ganze wirklich schön versiegelt und verschlossen ist, dass euch da beim Backen nichts rausläuft. Und zweitens gibt es noch eine süße Optik. So, und dann kann das erste Törtchen auch schon auf dem Backblech. Das mache ich jetzt mit allen. Und wenn ich alle fertig habe und alle aufs Backblech gelegt habe, dann kommen die auch schon in den Ofen. Den Backofen habe ich nämlich schon vorgeheizt auf 180 Grad. Und da kommen die für ca. 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Ich bin übrigens kein Fan davon, das Ganze mit Ei einzustreichen. Ich weiß, das machen sehr, sehr viele. Aber ich finde, dann wird es mir einfach immer zu dunkel. Ich lasse das komplett so, den Blätterteig. Und finde einfach, so wird er von der Farbe her für mich perfekt. Nicht zu dunkel, aber richtig schön goldbraun. So, jetzt sind die kleinen Blätterteig Küchlein aus dem Ofen. Jetzt werden die noch mit Puderzucker bestäubt. Also die sind auch schon abgekühlt, muss ich dazu sagen. Also die standen jetzt schon eine halbe Stunde draußen und sind jetzt richtig schön abgekühlt. Da besiebe ich die einfach ein bisschen mit Puderzucker. Und hier habe ich mir ein bisschen Kuvertüre geschmolzen. Also von diesen Kuvertüre-Blocks, die es gibt, wirklich nur einen so einen Block. Und habe da jetzt aber einen Esslöffel Öl mit dran gemacht, damit das Ganze einfach richtig schön fließt. Denn damit werde ich das Ganze jetzt einmal ein bisschen ausdekorieren. Also einfach so ein bisschen drüber sprenkeln lassen. Denn ich finde, das sieht auch immer ganz hübsch aus. Mir gefällt das immer echt gut. Und dann kann das Ganze auch schon angerichtet werden. Ich werde jetzt mal eins anschneiden. Ich bin natürlich auch super gespannt,
wie die innen drin aussehen. Ich schaue bloß mal, dass ich mir ein schönes, scharfes Messer nehme, weil Blätterteig ja doch gerne bröckelt. Und so schaut das Ganze jetzt von innen aus. Ich werde euch noch ein Foto einblenden. Dann könnt ihr das richtig gut erkennen. Und ich kann euch sagen, die schmecken super, super lecker. Sind auf jeden Fall immer der Hit auf der Kaffeetafel. Sind super schnell gemacht, wenn sich mal Besuch ankündigt. Die Zutaten habe ich immer im Haus und kann die also immer schnell zubereiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und probiert es auf jeden Fall mal aus. Es lohnt sich. Macht's gut!